Ich grüße Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin hier wegen einer ganz einfachen Sache hier. Hello to you all. I am today here for very simple reasons. Es ist die gleiche einfache Sache, weshalb ich in Amerika geklagt habe. Leider erlauben die amerikanischen Gerichte nicht über dieses Thema zu reden, was mit mir passiert ist. These are the very simple reasons wherefore I made a complaint in the United States. I'm so sorry about that the juridical system in America does not to allow to speak what happened to me. Vor dem deutschen Parlament habe ich meine Geschichte erzählt, aber es passiert immer noch nichts. Also bin ich heute hier und bitte um Ihre Hilfe. I told my story also the German Parliament, but there's no much going on. So I'm today here and I ask for your help. Diese Verschleppungen sind ungesetzlich und unmenschlich. Man darf diese unter keinerlei Bedingungen akzeptieren. These extraordinary additions are against all laws and against all humankind. No one could accept these extraordinary additions, and there's no reason for doing it. Wir alle auf der ganzen Welt müssen das deutlich verurteilen. We all on the whole world have to condemn it. Und das immer, wenn wir davon etwas mitbekommen. And this in every time when we hear or see something about the extraordinary renditions. Ich bin 1963 in Kuwait geboren. Meine Eltern sind Libanesen. I'm 1963 born in Kuwait. My parents are Lebanese and I'm a German. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. I have a woman and 5 children. Ich war vom 31.12.2003 bis 28.05.2004 verhaftet. I was detained in the period of 31st of December 2003, finishing 28th of May 2004. In einem Gefängnis Saltpet, ich würde nie wieder dasselbe sein wie zuvor. I was in a prison called Saltpet, and I will never be the same as I was before. Meine Misshandlungen begannen in Mazedonien. 23 Tage lang wurde ich vernommen und festgehalten. My ordeal began in Macedonia. I was there kept for 23 days and interrogated and detained. Danach wurden mir die Augen verbunden. Ich wurde gefesselt und dann brutal zusammengeschlagen. They blindfolded me. I was chained and then afterwards they beat me very strongly. Meine Kleidung wurde weggeschnitten und gewaltsam haben sie mir meine Unterwäsche weggenommen. Sie haben mich erniedrigt. Sie haben mich in Windeln gesteckt, mir eine Ketten angelegt, an welche sie meine Arme und Beine festgebunden haben. They cut off my clothes and with violence they took away my underwear. They humiliated me, they put me into diapers, they chained me and on the chains they fixed my arms and my legs. Ich bekam Ohrenstöpsel, meine Augen wurden abgedeckt, sie verbanden mir die Augen, setzten mir einen Sack auf den Kopf. They put me something into my ears, they put something on my eyes, they blindfolded me and they hooded me. Dann warfen sie mich auf dem Boden in einem Flugzeug, in dem sie mich an Händen und Füßen angekettet haben. Ich bekam 2 Spritzen und war bewusstlos. They throw me on the floor of a plane, where they fixed my arms and my legs on the walls of the plane. I have got 2 injections and I lost consciousness.
Als ich landete, warfen sie mich in einem Gebäude auf den Boden. Sie traten gegen meinen Kopf und sonst gegen meinen ganzen Körper. When we landed, they took me into a building and threw me on the floor. They kicked against my head and against my whole body. Ich war dann in einer dreckigen, dunklen Einzelzelle ohne Bett. I was in a dark, dirty cell without anyone and without any bed. Es gab nur eine dünne Decke. Das Wasser war schmutzig. There was only a thin carpet and the water they gave to me was very putrid. Sie haben mich wieder nackt ausgezogen, mit Gewalt Blut und Urin abgenommen und mich nackt fotografiert. Again, they took off my clothes. By force, they took blood and urine and photographed me nakedly. Fünf Monate war ich in Einzelhaft. I was for 5 months in a cell without anyone, no 5 minutes going out. Nie hat man mich für irgendetwas beschuldigt. I was never charged with anything. Schließlich brachten sie mich aus dem Gefängnis wieder hinaus. Finally, they took me off out of the prison. Wieder gefesselt und mit verbundenen Augen. They chained me again and blindfolded me. Sie brachten mich in einem Flugzeug und banden sie mich fest. They took me into another plane where they fixed me again. In Albanien haben sie mich ausgesetzt. They put me out in Albania. Ich dachte, ich werde jetzt hier erschossen. And I had the feeling now I will be executed. Ich habe die Hölle ertragen müssen. I saw the hell. Ich möchte nur diese einfachen Dinge geklärt haben. I only want to clarify these simple things. Die USA sollen endlich zugeben, was sie mir getan haben. The United States have to confirm what they have done to me. Sie sollen mir erklären, warum sie mir das getan haben. I want a declaration why they have done this to me. Sie sollen sich dafür entschuldigen. And I need an apologize. Ich hoffe, dass Sie hier mir helfen, die amerikanische Regierung, die Verantwortung für das, was Sie getan haben, warum ich mein Leben lang leiden muss. I hope you will help me, that the American government has to take responsibility for that, what I have to suffer my whole life. Thank you. Ich danke Ihnen.